Sind die Südkoreanerinnen der MeToo-Bewegung einen Schritt voraus? Wer an das Land der Morgenstille denkt, denkt wahrscheinlich an Kimchi, den Konflikt mit Nordkorea und der schrecklichen Kim-Dynastie. Oder auch an den guten alten Gangnam-Style. Die Südkoreaner sind im Moment auf dem Vormarsch. Für die Südkoreanerinnen sieht es hingegen nicht so rosig aus. Das hier sind nämlich gar keine Gogo-Tänzerinnen. Die Leitung des Krankenhauses von Chuncheon hat seine Krankenschwestern beauftragt, die Gäste einer Gala zu erheitern. Doch eine empörte Kollegin hat das Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, um diese in Südkorea leider geläufigen Praktiken anzuprangern. Offen gesagt ist den Behörden dieses Phänomen nicht unbekannt. Laut einer 2016 publizierten Studie vom Ministerium für Gleichstellung von Mann und Frau waren 80% der Südkoreanerinnen bereits Opfer von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Mit Ahn Hee-jung, dem allseits beliebten Gouverneur der Region Chungcheongnam-do, erhoffte sich die Demokratische Partei eine glänzende Zukunft. Das war jedoch vor dem 5. März 2018. An jenem Abend beschuldigt seine Sekretärin Kim Ji-un ihren Chef, der sich schon als Präsident wähnte, der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung. Die Antwort folgt prompt. Am nächsten Morgen entschuldigt sich Ahn Hee-jung öffentlich auf Facebook, verkündet seinen Rücktritt als Gouverneur und seinen Rückzug aus der Politik. In den letzten Jahren findet in Südkorea ein regelrechter Umbruch statt. Und niemand wird von den Missbrauchsvorwürfen verschont. Han Sam, der lokale IKEA, sah sich mit Vergewaltigungsvorwürfen und Voyeurismus durch versteckte Kameras konfrontiert. Kim Ki-duk, mehrfach ausgezeichneter Regisseur in Cannes, Berlin und Venedig, wurde von drei Schauspielerinnen der Vergewaltigung und sexuellen Erniedrigung am Set bezichtigt. Im Bereich der Politik wurde ein ehemaliges Mitglied des Justizministeriums der sexuellen Belästigung beschuldigt. In diesem Fall ist es übrigens das Opfer, das an das andere Ende Südkoreas versetzt wurde. Ja, denn wenn eine Frau sich traut zu sprechen, hört man ihr natürlich zu. Aber leider gibt es immer noch Widerstand. Warum? Südkoreas Gesellschaft unterliegt strengen Hierarchien. Das Land ist erst seit den 80er Jahren eine Demokratie. Es gehört außerdem zu den Ländern mit der größten Smartphone- und Internetdichte weltweit. Und so spiegeln sich all seine Schattenseiten online wider. Habt ihr schon einmal was von Molka gehört? Das ist die Pornografie des Hightech-Voyeurs. Und in Südkorea ist Molka quasi ein Kampfsport. Diese Voyeure schrecken vor keinem Mittel zurück, um ihren Opfern nachzustellen. Im Klartext, die Südkoreanerinnen wissen, dass sie jederzeit unfreiwillig abgelichtet werden können. Mit Handys, die auf Rolltreppen unter ihren Rock gehalten werden, durch versteckte Kameras auf öffentlichen Toiletten oder Umkleidekabinen oder gar heimlich während des Geschlechtsverkehrs. Übrigens ist es im Reich von Samsung kinderleicht, an Minikameras zu kommen, die wie Feuerzeuge, Uhren oder Autoschlüssel aussehen. Das Ergebnis? Die geklauten Bilder überschwemmen die Pornoseiten. 2015 hat die südkoreanische Regierung so 7623 Klagen wegen Molka erfasst. Aber eins muss man klarstellen. Die Südkoreanerinnen haben nicht die MeToo-Bewegung abgewartet, um Alarm zu schlagen und zum Gegenschlag auszuholen. Sie haben bereits zuvor Vereine gegründet wie DSO, Digital Sexual Crime Out, oder feministische Foren wie Megalia. Ihr gemeinsamer Feind? Soranet. Dieses südkoreanische YouPorn überschwemmt seit seiner Gründung 1999 das Internet mit geklauten Videos. Und während seines 16-jährigen Daseins lieferte sich die Polizei mit den Administratoren der Webseite ein Katz-und-Maus-Spiel. Doch erst der Skandal um eine Gruppenvergewaltigung, die von den Nutzern der Plattform organisiert und gefördert wurde, zwang die Behörden 2015 Soranet ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Resultat? Mehrere Festnahmen Anfang 2016 und eine gnadenlose Verfolgung. Alles in allem ein K.O.-Sieg der Feministinnen von DSO und Megalia über Soranet. Des Weiteren haben die Behörden das Problem der Molka bei den Hörnern gepackt.
2016 hat die Stadt Seoul Inspektorinnen eingestellt, die öffentliche Orte bis in die letzte Ritze untersuchen. Ihre Mission? All die moralisch verwerflichen, kaum sichtbaren Kameras aufzuspüren. Doch erst im September 2017 hat die südkoreanische Regierung ein umfassendes Programm gegen alle illegalen Bilder im Netz angekündigt. Kontrolle beim Kauf von Spionagekameras, höhere Strafen für die Veröffentlichung solcher Bilder und Hilfe für die Opfer. Mit anderen Worten, in Südkorea vollzieht sich gerade ein Mentalitätswandel, der von der MeToo-Bewegung zusätzlich angetrieben wird. Der anfängliche Kampf der Feministinnen ist heute zu einer regelrechten nationalen Angelegenheit avanciert, die öffentlich debattiert wird. Genau das zeigt auch eine spannende Studie über Online-Aktivismus in Südkorea von Ji Ye-Song, einer Doktorandin der Universität Maastricht. Anhand der Daten von Naver News, dem südkoreanischen Pendant zu Google News, zeigt sie auf, dass die Wörter misogyn und feministisch 2017 in den Medien 6-mal häufiger verwendet wurden als 2014. Fazit: Die Männer müssen sich in Acht nehmen. Die Südkoreanerinnen werden nicht locker lassen. Habt ihr den Durchblick?